Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon. Ich habe schon länger nicht mehr weitergemacht, aber ich weiß jetzt noch, wo wir waren. Jo, wir müssen in diese komische Stadt da, von Jubelstadt, westlich von Jubelstadt. Und vorher heile ich noch meine Pokémon einfach, weil ich es kann. Wenn mich nicht alles täuscht, war da die Stahlarena. Es ist jetzt auch 10 vor 4 und ich bin etwas fertig. Irgendwie bin ich im Moment so ein bisschen aufnahmefaul, aber das liegt auch daran, dass ich im Moment ein bisschen viel Stress habe. Genau, wir mussten nach Jubelstadt. Dennis entscheidet sich heute, ob ich umziehen darf oder nicht. Und ob ich innerhalb von 5 Tagen umziehen darf oder nicht. Ich hasse diese Stadt, die hängt immer so eklig. Jo, so sieht's aus. Was bist denn du für einer? Ja, so wie du aussiehst, das kann nur ein Trainer sein. Ich wollte gerade sagen, beleidige mich nicht. Welche Art von Pokémon magst du? Feuer! Feuer-Pokémon, du hast bestimmt ein feuriges Temperament. Pass aber auf, dass dir das Feuer nicht vom Wasser gelöscht wird. Vielen Dank, ich werde deinen Rat beherzigen. Jubelstadt, da gehen die FPS auf 6. Wo war's nochmal? Hier? Ist das nicht ein Ass-Trainer? Hast du was zu sagen? Hast du was zu sagen, Puderplunze? Hi, ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, aber hast du nicht Interesse an... Also ja, was auch immer Gruppen sein sollten. Nein, ich gehe zum Lachen in den Keller, ich will keinen Spaß, lass mich. Trollalalala. Okay, wir gehen einfach mal nach links. Hallo Angler. Eine Angel ist wirklich gut, meinst du nicht auch? Jo. Ja, eine sehr gute Antwort, das wollte ich hören. Ach nee, und dass du nun... Da wir nun befreundet sind, schenke ich dir diese Angel. Nein, wir sind nicht befreundet. Auf Wiedersehen, du, wo immer du was... Nein. Beim Angel geht es. Man drückt, egal was man drückt, ob ja oder nein, erklärt es trotzdem. Und es ist mir sowas von Wurst, denn ich angel nicht. Ich habe mein Aquarium. Jetzt wollte ich noch überlegen. Müssen wir links her? Hier links? Denn unser Aquarium hat jetzt endlich einen Sinn. Denn es kann Surfer. Genau, bist du unfein, Tierchen? Da können wir noch ein bisschen trainieren. Ich bin nur am Überlegen, soll ich? Ein Mann des Meeres ist auch ein Mann der Pokémon. Ja. Whatever, wir machen dich fertig. Und ich habe mein Feuer-Pokémon. Ich habe meine Melody vorne. Was zur Hölle? Das ist schlecht, denn... Wir holen lieber Luxus. Melody wird in der nächsten Arena sowieso gelevelt, wie die Sau. Und nicht nur Melody, sondern auch mein Corner. Unser Gray. Denn das wird Stahl, Boden, alles sein. Und wir machen es fertig. Ist es nicht schön, überlegen zu sein? Was laber ich heute eigentlich für einen Scheiß? Und so viel, ohne Punkt und Komma. Ich sollte mich vielleicht mal etwas zurückhalten. Liegt vielleicht daran, dass ich heute noch aufnehme. Oh, um die Uhrzeit, obwohl ich eigentlich in 2 Stunden wieder aufstehen muss. Ah, wie toll. Mashok. Stimmt. Ich vergesse jedes Mal, dass die auch diese Muskelpakete haben, weil es männlich ist. Und dein männliches, ultra hartes, Anabolika Pitbull Mashok wird jetzt von meinem weiblichen Lucy platt gemacht. Mit einem Schlag. Sieh genau hin. Denn dein Mashok wird jetzt verrecken. Ich scheiße auf die Kinderfreundlichkeit vom Spiel. Sie sterben einfach. Wieso geht sie daneben? Ich wurde gerade Folge. Das nenne ich mal einen interessanten Kampf. Geht daneben, geht daneben, geht daneben, geht daneben. Und sie geht nochmal daneben. Aber diesmal nicht. Vielen Dank, wir können diesen nervigen Kampf jetzt endlich beenden. Bye bye. Ein Volltreffer. Du weißt, was mein Herz berührt, Lucy. Gut, ich glaube rechts waren noch Angler. Rappo. Ankerlichten, ihr macht das nicht. Am besten tauschen wir mit Natsu, weil Natsu und warum hat Gray und warum und überhaupt das Item nehmen. Der EP-Teiler, den lasse ich erstmal stecken. Oh nö, ist das nicht so ein komischer Rockerheim? Hat sich erledigt. Ah, komm her. Was willst du?
Lass es rocken, dein Rhythmus, der Rhythmus des Kampfes. Ich habe gerade nicht darauf geachtet, war Rhythmus richtig geschrieben? Oh. Vitali Zepise. Wie praktisch, ich hatte es doch noch richtig in Erinnerung. Feuerzahn sollte reichen. Dieses Ding hat einen Schnurrbart, kann das sein? Das ist, strange. Ich meine, ich habe auch noch nie einen Marienkäfer mit einem Schnurrbart gesehen. Magnetilo ist Stahl, Elektro mittlerweile seit der zweiten Generation, glaube ich, war es Metall. Oh, wie süß. Hast du einen Kapsel an deinen Ball angehauen? Oh nein, warum geht so viel daneben? Er macht einen gammeligen Funkensprung. Aber irgendwie bin ich kein Stück müde. Ich weiß nicht warum, es nervt mich einfach. Ich würde gerne schlafen, noch meine letzten 2 Stunden. Aber das ist nicht... Verzeihung, das darf ich auch mal. Kannst du es hören, den Klang, der Klang meiner Gitarre? Nein, will ich nicht, hau ab. Penispflanze. Ach, wir müssen... Wisst ihr was, ich ignoriere jetzt einfach mal diese 2 Angler dort, denn jetzt kommt eh ein Kampf mit Alex schon wieder. Und seine paar Pokémon sind doch schon etwas extrem hochgelevelt, muss ich leider zugeben. Und wir werden es nicht so einfach haben, denke ich. Gott, was hat er immer noch am Anfang reingeschmissen? War das nicht sein Staraptor jetzt? Er müsste jetzt ein Staraptor haben. Der ist jetzt so Level 36, 38, irgendwie sowas. Plus, minus, paar Level. Penispflanze. Dann schmeißen wir am besten Luxus ins Rennen. Und zum Glück kann uns sein hässlicher Affe auch nichts mehr, weil wir haben jetzt ein brauchbares Arcana. Auch nein. Jill, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Oh, jetzt sag nicht, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin Professor Ives Assistent und der Vater von Lucius. Der Professor hat mich gebeten, dein Pokédex zu aktualisieren. Und meine Intuition sagt mir, dass ich dich genau hier treffen würde. Ah, du hast mich gestalkt, gib's zu. Gibst du mir jetzt bitte kurz dein Pokédex, Jill? Mal sehen, ich sollte die neue Software folgendermaßen installieren. Klick, klick, so, das war schon, dein Pokémon ist auf dem neuesten Stand. Pokédex, Pokémon, oh mein Gott. Ich sollte dir jetzt wohl erklären, was ich gerade gemacht habe, oder? Nein, du hast einen Nationaldex draus gemacht. Oh. Von, du kannst dir nun Bilder von männlichen und weiblichen Pokémon ansehen. Ja, genau. Und nun lass dich wieder in Ruhe, damit du den Professor weiterhin helfen kannst. Kannst du bitte auch ein Auge auf Team Galactic haben? Kannst du mir auch noch Zucker in den Arsch blasen und die Füße massieren? Der Professor macht sich Gedanken nach dem, was in Jubelstadt passiert ist. Vielleicht ist das ja ganz unnötig, aber... Nun muss ich aber los, bis dann. Ja, mit dem... männlichen und weiblichen Pokémon... es gibt einige Unterschiede. Bei Hundemon zum Beispiel gibt es auch einen Unterschied. Wir sind in Fleetwalk, by the way. Bei Hundemon gibt es einen Unterschied, dass die männlichen größere Hörner haben als die weiblichen. Heil meine Pokémon, damit wir Alex in den Arsch treten können. Armer Joki, ich mache ihn schon wieder fertig. Haha. Ja, Alex ist Joki. Warum ich ihn nicht Joki genannt habe, das bleibt ein Geheimnis. Wenn ich es nicht schon verraten habe, ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist schon so lange her. Aber wir kommen gut voran. Das ist jetzt der 6. Orden, glaube ich. Und die Eisarena war der 7., glaube ich. Da kommen da doch schon angelatscht. Falls ich verliere, habe ich wenigstens ein bisschen gelevelt. Ups, hey Jill. Bist du eine Arenaleiter dort herausfordern? Na, dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du dazu auch bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich. Mit meinen niegelnagelneuen Orden. Ja, ja, versuch doch. Mach dich wieder zum Affen. Oh, 5 Pokémon. Staraptor. Level 6. Me? Das fließt sowieso schneller als ich. Da habe ich schon mal gar keine Chance. Solange es nicht Nahkampf einsetzt, weil Nahkampf tut weh. Doppelteam. Warum habe ich nicht Schockwelle gemacht? Warum vergesse ich jedes Mal, dass er immer noch dieses scheiß Doppelteam einsetzt? Haha, ich treffe dich trotzdem noch. Glück gehabt. Glück im Unglück nennt man das. Na komm, so ein großes Vögelchen kannst du doch... Hier, Schockwelle, bitte! Nein! Bodycheck tut sehr weh. Aber damit hätte sich das Thema Staraptor jetzt erledigt. Und ohne EP-Teiler geht's auch effektiver mit dem Level. Und das war's. Genau. Okay, Leute. Vielleicht höre ich mich übrigens auch ein bisschen anders an. Keine Ahnung. Ich habe jetzt endlich mal so einen Flauschi-Flauschi-Schutz fürs Mikro. Flauschi, ja, Scarabon. Oh Gott, ich hasse Scarabon. Oh, das war Kampfkäfer. Oh,
Da wäre mein Hundemann eine scheiß Wahl, deswegen lieber Lucy. Scaraborn ist gefährlich. Und ja, ich habe schon letztens gelesen, dieses Tangela war nicht so stark. Nein, war es nicht, aber wenn ihr einen Fehler macht, dann macht's euch platt. Und jetzt habe ich einfach nur ultra doof angestellt. Aber das soll uns jetzt nicht stören, denn wir machen Scaraborn platt. Er hat nämlich eine Vierfachschwäche gegen Flug, deswegen soll es ihn jetzt schon zerreißen. Ich hoffe es. Und... haha. Ein Volltreffer. Lucy, du bist die Beste. Gut, was kommt jetzt? Ah, stimmt, die bringen ja Massen an EP. Als nächstes Panferno. Oho. Hier, lern deinen Gegner des Grauens kennen. 4 KP, hohe Verteidigung und ekelhaft starken Angriff. Viel Spaß. Wünsch dir deine Jizz Gaming. Ist das Ding hässlich? Boah, hier, Frist-Surfer. Ja, das ist ein Durchbruch ein. Es wird mich kein bisschen jucken. Oh, wie schnuffig. Und das ist eine sehr starke Attacke, will ich dabei noch sagen. Kampfattacken haben immer eine hohe Durchschlagskraft. Ich liebe dich, Gray. Habe ich gesagt, Aquana ist geil oder Aquana ist geil? Natürlich ist Aquana geil. Haha. Danke für die gratis Levelstunde. Gray versucht Aurora. Oh, Himmel auf Erden, du bist mein bestes Viech hier. Ich scheiß jetzt mal so auf. Biss. Denn Biss kann ich nicht gebrauchen, ich habe schon Unlicht. Ja, ich halte immer noch an Sandwirbel fest. Ihr werdet auch bald sehen, warum. Roserade. Da ist. Das ist ein Auftrag für Melody. Und er müsste jetzt Bojelin haben, als letztes. Wuff. Aber 96 KP sind irgendwie immer noch so jämmerlich wenig. Oh. Wollen wir es töten? Natürlich töten wir es. Giftspitzen ist asozial. Vor allen Dingen, weil ich das Pokémon wechseln muss. Verzeihung. Etwas. Nein, du willst mir nicht sagen, dass es den mit einem KP überlebt hat. Ja, Bojelin, ey. Was da? Das ist asozial. Da wirkt Feuerzahn natürlich. Wahre Wunder! Nicht. Oh Gott. Oh, tut mir leid, Natsu, aber... es geht leider nicht anders. Und schwupps, hast du mich vergiftet. Toll. Ich hasse Giftspitzen und am meisten auch diese Fels-Tarnsteine. Tarnsteine hieß es. Aber langsam könnte Natsu auch mal wieder eine neue Pflanzenattacke lernen, weil Rasierblatt ist irgendwie... meh. Das hat sich auch erledigt. Oder auch nicht. Langsam geht mir das Vieh auf den Keks. Ja, schön machst du dort. Ein Volltreffer. Schlecht. Komm, das überlebt er. Roserade, nein. Wir wollen natürlich nicht. Wir machen diesen Kampf und auch meinen Pokémon Center Aufenthalt, weil die mal Schnitt machen. Wir haben uns früher aus schwierigen Situationen gefreut. Ja, schön für dich. Aber nicht. Guck dir doch mal deine Situation an, die ist hoffnungslos. Ah, schade. Muss ich doch einen Hypertrank verschwenden? Damit dieses nervtötende Piepsen endlich mal aufhört. Und Roserade machen wir dann auch den Gaus. Oh, Gigasauger. Oh, zeig doch mal. Oh, wie süß. Ich mach dich trotzdem fertig. Ja, steck dir dein Gift sonst wohin. Ich hasse Gift. Es ist noch nicht zu Ende. Weder ich noch meine Pokémon haben aufgegeben. I don't think so, but if you mean so... Das bringt ja jetzt auch noch so ultra viel.
gibt übrigens auch Sachen wie Auflockern, die diese Giftspitzen vertreiben können. Und Natsu wurde trainiert, weil Natsu wird in der nächsten Arena überhaupt nicht zum Zug kommen. Was? Du wirst mir weismachen, dass ich verloren habe? Oh, sieh der Realität ins Auge, Mensch. Ja, ja, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie immer. Na und? Aber hör mal. Stell dir vor, da gibt es jemanden, der will tatsächlich die Pokémon-Liga herausfordern und Champ werden. Ja, richtig geraten. Dieser jemand ist niemand anderes als ich. Was heißt das? Ich soll mir andere Sätze einfallen lassen. Ist ja auch egal. Hey, wieso stattest du nicht der Eiseninsel einen Besuch ab? Dort solltest du noch ein bisschen trainieren, bevor die Arena stürmst. Also, beeil dich und tu es endlich, statt mir die ganze Zeit ein Ohr aufzukauen. Verdrehte Realität nennt man das, Alex. Ja, die Eiseninsel kam davor noch. Da kann man ein bisschen trainieren. Ist auch gar nicht schlecht. Wenn Lucario will, kann sich da eins abholen. Aber ich lege keinen Wert auf Lucario. Mein letztes Pokémon wird ein anderes sein. Ausnahmsweise mal. Denn Lucario wird nie so stark bei euch, als es bei den Arenaleitern sein wird. Aber ich werde es mal einen Schnitt machen und wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn ich gespeichert habe. Ja, überschreiben bitte. Und dann heißt es dann wohl doch in der nächsten Folge erst Eiseninsel statt Arena. Aber das ist auch kein großes Problem. Uns erwarten nämlich da ganz viele Doppelkämpfe. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.